Max Frisch fait retirer dans une vallée du Tessin, un refuge idéal pour un écrivain. Ich würde nie in Ascona leben. Trotzdem, weil ich nicht mehr so jung bin und Ascona ist so ein, wir nennen es ein Talentgrab. Ja. Das sind Leute, die berühmt waren oder glauben, sie seien berühmt gewesen und die dort eine Art großstädtisches Altersheim in einem Dorf angerichtet haben. Das mag sehr lustig sein, aber es ist natürlich für die Arbeit sehr gefährlich.